Vorwärts. 4,30 Euro auf die 6 der Favoritenkurs. Eine Durchsage an die Fotografen hier unten auf der Ziellinie. Die Fotografen bitte das Gelände des Zielfotos verlassen. Dankeschön. Noch ein bisschen. Besten Dank. Newton soll einrücken. Newton rückt ein. Fehlt Big Panther. Big Panther geht vorwärts. Das fällt unter Staffers Order. Und Boxenhof an der 1500 Meter Marke zum Preis der Bäckerei Schwertner. Dicht geschlossen sind sie abgesprungen und ordentlich Tempo hier im Rennen. Zauberlady und Newton mit der Spitze. Zauberlady vor Newton, dann Bad Dog mit Alinghi First. Auch Tribesman außen mit dabei in der vorderen Gruppe. An der Innenseite auch Bobby's Charm. Alinghi First fällt hier ein bisschen zurück. Opinion Maker dafür jetzt vorne mit dabei. Sie gehen wieder in vielen, vielen Spuren durch die Gegenseite hindurch. Und die Außenseite war immer ein bisschen schneller unterwegs. Zauberlady galoppiert ganz außen, dort durch Laub mit Newton innen daneben, weiter innen Tribesman. Dann geht es außen weiter mit Opinion Maker, dem Schimmel an vierter Position vor Big Panther. Auch der hatte sich eine äußere Spur hier in der Gegenseite gesichert. Und diese fünf schwenken jetzt an die Innenseite und haben die Spitze hier, bedingen die vorderen Positionen. Dann Bobby's Charm an den Rails an sechster Position vor Chargino mit außen galoppierend Girard. Dann sehen wir Novakovic, dahinter dann Sternzeichen davor noch Alinghi First. Newton hat die Spitze übernommen. Newton an den Rails, so geht es durch den Schlussbogen hindurch. Newton mit René Koplik und der Spitze vor Zauberlady in zweiter Spur und Position. Innen an den Rails der kurze Weg für Tribesman, vor Chargino mit Opinion Maker noch davor. Dann außen an den Außenrails hier Big Panther. Vorne aber Newton in der Zielgeraden. Noch 350 Meter bis zum Ziel. Newton mit der Spitze vor Zauberlady. Big Panther mit dem Angriff an der Außenseite. Tribesman ist mit dabei. Chargino wird stärker. Opinion Maker ebenfalls vorne in der Spitzengruppe mitzusehen. Aber Newton führt an den Rails und Big Panther ist der Angreifer. Newton vor Big Panther. Dahinter Opinion Maker mit Zauberlady. Innen ist Chargino. Newton ist aber voraus. Die letzten 50 Meter und Newton sorgt für einen Dresdner Sieg. Newton gewinnt. Dahinter Big Panther, Zweiter. Dritter wird Zauberlady. Vierter Opinion Maker vor Girard. Dahinter dann Chargino mit Tribesman, mit Sternzeichen, mit Novakovic. Abstand zu Bobby's Charm, Alinghi First. Und letzter ist Bad Dog. Hier die vorläufige Platzierung zum fünften Rennen zum Preis der Bäckerei Schwertner. Der Sieg geht an die Nummer 2, an Newton, geritten von René Koplik. Auf dem zweiten Platz die Programmnummer 6, Big Panther. Drittes Pferd die Nummer 4, Zauberlady. Viertes Pferd die 10, Opinion Maker. Fünftes Pferd die 3, Girard. Vorläufig zum fünften Rennen die 2 vor der 6, der 4, der 10 und der 3. Und dort ist unser Sieger vor der Tribüne auf dem Geläuf. Siegreich im fünften Rennen im Preis der Bäckerei Schwertner. Die Programmnummer 2, Newton unter René Koplik. Siegtrainerin ist Claudia Basig, die auch für den Zweitplatzierten hier im Rennen verantwortlich zeichnet. Aber Newton hat sich durchgesetzt für den Besitzer, den Galoppclub Leipzig. Doppelsieg am heutigen Tag, nicht nur für die Trainerin Claudia Basig, auch für den Reiter René Koplik. Newton, ein vierjähriger Sohn von Schamadal, wurde gezogen vom Gestüt Brümmerhof.